Podcast. Höre den 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 Podcast. Du kannst mich alles fragen. Das Auge spielt mit. Das Auge. Der Chef hat mit. Das Auge spielt mit. Der Chef. Ich hab keine Zeit. Sonic ist tot. Der Chef. Space 103.2. In this station. Mixed with the fattest DJ. You're listening to the hottest internet station. FM. Ich hätte, ja. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dash FM. Was war denn das jetzt? Yay! Es ist wieder Sonntag. Herzlich willkommen. Wir retten euren Tag. Aber das muss ich echt schon mal vorneweg sagen. Okay, ja, alles klar. Hey, jetzt fängt die Sonnenseite des Lebens an, Leute. Hier, weg mit der negativen Energie. Hier kommt der Chef M, das Feuerwerk der guten Laune, der Strauß Feuerblumen, das Entertainment für euer Haushalt. Yeah. Ey, irgendwann mal, ich will mal eine Folge so starten, dass wir wie zu guten alten Viva und MTV-Zeiten gleichzeitig schreiben, Hi, we're Dash FM. Und dann reden wir einfach so. Es ist ja, ne? So, Hi, we're the Backstreet Boys. Und dann kommt halt irgendwie, ne? Das müssen wir mal starten, so. Ey, so voll cocky. Wir retten euren Tag. Macht mal, hey, Leute, Sonntag, 12 Uhr. Macht mal alle anderen Podcasts aus jetzt. Was soll das hier? Mal hier, geh mal hier, Podcast Addict. Machen wir hier, aktualisieren, Dash FM, neue Folge. Download, yeah. So sieht's aus. Alright. Lass doch mal kurz, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich zähle jetzt einfach mal zusammen. Ich habe diese Woche für das Spielangebot, was ich heute vorstelle, habe ich, es sind 15, ja, ich muss mir einen Rechner aufmachen, ich bin dumm. Ja, es ist was halt willst du jetzt so erzählen, was willst du jetzt ausrechnen? Ja, wie viel ich ausgegeben habe, es sind 15, es sind 10, okay. Es sind 30, es sind, Absolver war auch 30, glaube ich. Mhm. Und Last Day of June waren, glaube ich, 15. Okay. Stimmt das? Ich glaube schon. Ja, ich habe ja das nicht gekauft. Exakt, bei mir sind es jetzt 100 Euro. Und da ist jetzt beispielsweise Don't Knock Twice, war beispielsweise im Angebot, so, da habe ich einen Fünfer weniger bezahlt. Das ist genauso, ich habe 100 Euro jetzt für diese Folge. Diese Folge hat mich 100 Euro gekostet. Diese Folge hat mich 90 Euro gekostet. So, rechnet mal jetzt das beide zusammen, plus das Publizieren des Casts, ne? So, und das auf Monat gerechnet. Also das heißt, jede Woche musst du natürlich dann so 100 Euro zählen. Das heißt, 400 Euro im Monat. Ja, und es war halt Gamescom diesen Monat, wo man natürlich auch Verpflegung und so weiter und so fort. Wie gesagt, ey, es soll kein Geheule sein. Wir sind ich bin gerade so traurig, dass ich die Wahrheit erkenne jetzt gerade. Ja, Alter, es ist halt einfach so. Ich kann das auf Dauer nicht machen. So, das klingt halt dumm. Ich kann das nicht tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade weine. So, das ist wirklich, warum ich, also ich bin ja Single, ich bin ja ab und zu immer noch auf der Suche. So, das ist für Frauen manchmal teilweise total schlimm, keinen Führerschein zu haben. Und ich sage denen alle, ich habe kein Geld dafür. Ey, sorry, der Führerschein, das sind 100 Spiele. Ja, ich rechne auch immer Spiele rum, Alter. Das ist kein Problem, ey. So. Aber ich muss auch sagen, wir müssen es ja so machen, wir können ja, wenn wir über die Spiele sprechen, so, du fängst jetzt gleich an, über das Spiel XY zu sprechen, das erste Spiel, was du gleich vorstellst, und sagst, das ist das Spiel, und das kostete mich 20 Euro. Dann machen wir noch so ein Ching-Ching. Ja, Ching-Ching, so ganz, ganz, ganz below. Nee, aber erzähl doch mal, was hast du denn gespielt? Also, ich habe gespielt Don't Knock Twice. Es ist ein VR-Horror-Game. Ich weiß, was es ist. Okay, das ist dieses Horror-Ding, was im Film auch, glaube ich, dazu gibt, exakt. Oder? Exakt. Gibt's für Oculus Rift, für HTC Vive und für die PlayStation VR. Ich habe es natürlich auf der PlayStation VR gespielt. Ist von Wales Interactive. Die haben schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Mir sind die aber eigentlich nur bekannt durch The Bunker. Ah, das wollte ich auch immer mal spielen. Habe ich nie gespielt. Sehr, sehr geil. Kauf's dir. Lohnt sich. Gut.
Niemals, Alter. Was ist denn? Ey, ohne Scheiß. Ich hab jetzt schon den Namen für die Folge, Broke as Fuck. Der Chef M, Broke as Fuck. Bei Super Metroid war es für mich tatsächlich ein Aspekt, wo ich mir gesagt habe, ich habe den Überblick verloren, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, selbst wenn ich jetzt noch komme. Deswegen, es ist ja auch nicht linear, wenn du jederzeit zu jedem Ort zurückreisen kannst, habe ich auch Schwierigkeiten, den Punkt in der Komplettlösung zu finden, wo ich jetzt gerade bin. Wirklich, da stell mich gerade die Nackenhaare, stell mir gerade auf. Ja, aber du kennst weil, das, oder? Weil ich doch bei Axiom Verge genau den gleichen Fall hatte. So, ich wusste irgendwann mal nicht mehr, wie es weitergeht. Guck in die Komplettlösung. Walkthroughs auf YouTube, 45 Minuten. So, wow, okay. Ohne, es steht nur Axiom Verge, Walkthrough Part 17. So, scrollst rum. Bin ich jetzt schon Fuck. Da? Es geht alles viel. Durch. Ja gut, das Gebiet kenne ich, aber ist der, warte mal. Ja, hat genau. Warte mal, da bin ich schon gewesen. Springst ein Part nach vorne? Nee, das kann nicht sein. Kann ich nicht sein. Gehst wieder ein paar zurück. Eine Qual, Alter. Das ist so geil. Du scrollst irgendwo hin, denkst dir so, ja, da war ich ja schon längst gewesen, da war ich ja vor zwei Stunden schon. Freust du dich? Du springst einen Millimeter nach vorne und denkst dir, boah, wo ist der? Hab ich nie gesehen. Das ist so geil. Freust dich doch, dass du denkst so, Alter, boah, da hab ich alles schon gemacht, boah, da bin ich schon richtig weit, da hab ich schon richtig weit gespielt. Und dann im nächsten Augenblick denkst du, ah nee, doch nicht. So, oh fuck, fuck, ich bin jetzt bei Part 3. Keine Ahnung. Und dann so, nee. Und das Ding ist, okay, bei der Stelle bin ich ja schon gewesen, habe ich ja alles schon gemacht. Und dann geht er woanders, okay, scheiße, die Fähigkeit habe ich ja gar nicht gehabt wo kriege ich die jetzt her? Da musst du die Stelle finden. Musst du runterscrollen, quasi, so nach hinten scrollen, um zu gucken, wann er dann den einen Moment hatte. Das ist so eine Qual. Er war vor langer Zeit Klempner. Genau, also er macht vieles, er kann Tennis spielen, Golf, Fußball und er war mal vor langer Zeit ein Klempner. Was so viel heißt, er ist kein Klempner mehr. Es ist nur eine kleine News, aber ich fand das ganz witzig. Viele haben dann wirklich drüber gequatscht und diskutiert, ja, bla bla bla, und wie kann das sein? Hat mich überhaupt nicht interessiert. Ey, danke. Danke, auch das, da frage ich mich wirklich, das hat man überall gelesen und ich dachte mir, Alter, Wayne. Wayne. Also ich jetzt find, als, aber man muss schon sagen, also was ich als, schon, als wäre das jetzt auch so eine kulturelle News jetzt irgendwie. Nee, gut, man muss halt, also eines verstehe ich schon, man muss Sonic ist eigentlich ein Hamster in Verkleidung. Wow. Ja gut, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Stell dir das mal vor. Das wär krass. Stell dir mal vor, das ist ja gar kein Igel. Das wäre schon hart. Sonic ist gar kein Igel. Er ist ein Hamster in einem Igelkostüm. Wow. Wenn mir das jemand einen Comic zeichnet, der hat von mir gewonnen. So. Oh Mann. Alter, das ist ja wirklich krass. Nimm es, das ist was? Überhaupt kein Zombie, das ist eigentlich Leon S. Kennedy. Ah. Was könntest du denn noch so machen? Ja, Crash Bandicoot ist gar kein Bottle Duck, sondern eine Hyäne. Eine Hyäne, also fuck. Da war irgend so eine Aftershow-Party von irgendeiner Conference, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war aber keine richtig öffentliche, soweit ich weiß. Es war eine Business-Party, ja. Es war so eine, ne, wo man sich die Krawatte vom Hals löst und um die Stirn bindet, sondern ja, es ist halt einfach so, ey, die Gaming-Branche, da fließt der Alkohol, Leute. Ja, da wird die Leine gezogen, wird die Kreditkarte schön mal. Der Nintendo-Club-Ausweis. Du wirst schon deine Augen öffnen, wenn du auf die Gamescom gehst. Da wird die Laien mit dem Nintendo-Club-Ausweis wieder. Ja, mit dem teuren Manual. Alter Schwede, da wird er nochmal das Pep gezogen von der Dreamcast VMU. Wir nehmen jetzt zwischen alle 5 und 6 auf, schon so ein bisschen, da merkt man schon gleich, dass man hier wieder in der Consumer Hall ist, mit Consumer-Leuten. Also, wenn man sich Leute so anguckt, heißt das nicht umsonst Entertainment Area. Muss man mal sonst sagen, ey. Ganz im Ernst. Wolle zu hart. Ich weiß nicht, ich guck mich gerade um. Alles cool noch. Ja, genau. So. Und danach gab es noch Pommes, die richtig geil gewürzt waren. Und es liefen Orks um. Es gab ein kleines Ork-Lager, wo dann auch so, sah halt aus wie Mittelerde, so ein bisschen so Ork-Style. Liefen die da halt da rum. Es waren alle aus der Branche da. Roter Teppich, ey. Also wirklich ein Hauch von Luxus, wie ich ihn nur sehr selten erlebe bei mir. Ja. Und dann dachte ich mir, ich schicke dir mal ein paar Bilder davon, was ich halt hier so mache irgendwie. Und dann kam so,
ja, fand sie irgendwie schon ganz gut. Jetzt muss ich kurz gucken, wo war denn jetzt die Nachricht? Also ich genau, weiß noch, die, okay. die Antwort auf die Bilder waren, hey, hört sich gut an, Daumen nach oben und sieht toll aus. Die Merkel hat ja die Eröffnungsrede gehalten. Dir eine super Zeit. Also wieder so direkt so von diesem Event, von diesem Lifestyle irgendwie so wieder zu dem zurück, was so in ihrem Fokus halt war, nämlich dass Merkel, was eigentlich das Belangloseste war in der ganzen Gamescom, sag mal, wie es ist, dass sie die Gamescom angeleitet hat, was mir komplett am Arschball geht. So, das ist dann so in ihrem Fokus drin. Also irgendwie, ich kann meinen Eltern nicht beweisen, dass ich eine geile Nummer bin. Ich kann das meinen Eltern nicht. So muss es sagen, genau. Ich habe tatsächlich, ich hab auch... Ich kann meinen Eltern nicht beweisen, dass ich eigentlich eine geile Nummer bin. So. Wow. Also, das sind die einzigen Menschen auf diesem Planeten, die es nicht glauben können. It's funny, cause it's true. Oh, ey, Leute, ihr habt echt, ohne Scheiß, ihr Jugend von heute, ihr wisst überhaupt gar nichts, Alter. Wir haben doch schon Final Fantasy gespielt, Alter, da wart ihr noch gar nicht geplant gewesen, waren eure Eltern noch gar nicht am Start. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Kannst du dir sowas vorstellen, dass du so auch im Großen, im Alter so enttäuscht bist? Ja, ich weiß ja nicht, du bist im Alter, du bist immer enttäuscht. Sag mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ist das jetzt vielleicht eine private Frage, wenn ich dich frage, was wäre das Schlimmste, was dein Sohn zocken könnte, so als Fan? Ja, Mobile Games. Oh, wow, Alter. Wow. Ihr wisst, was ich meine, halt diese Clash Royale und diese Pay-to-Win-Geschichten, sowas. Also wenn er irgendwann mal anfängt, die Situation wird kommen, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich bring ihn in die Konsole in sein Zimmer und sag mal, pass auf, hier, spiel doch wenigstens das. So, nein, wozu, geh weg mit dem Scheiß. Du hast Hausarrest. Du musst mindestens einen Kill machen. So, keine Ahnung. Geh ohne Essen in den Retro-Keller. Aber Dad, nein, geh in den Retro-Keller. Ja, keine Ahnung. Also ich kann mir. Ich kontrolliere die Memory. Ich kontrolliere die Memory Card später. Wie beim Zähneputzen, so, dass ich kontrolliere deinen Atem, ich kontrolliere die Memory Card. So. Ist das der Spielstand von letzter Woche? Nein, das hast du nicht weitergespielt. Entschuldigung, ich sehe hier nur 5 Stunden. Ich sehe hier nur fünf Stunden. Wir hatten aber 10 gesagt. Aber Papa, ich will doch nach draußen, das ist mir jetzt egal. Scheiß auf Pokémon Go. Das muss gemacht werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach draußen jetzt, draußen wird es immer geben, auf Shenmue gibt's nein. Ich habe es noch nie erlebt. Also ich habe noch nie jemanden davon sprechen hören, so dass das passiert ist jemals. Tatsächlich, wenn du es raubkopierst und dann hast du es schon da, gehst du nicht los und kaufst es dir dann nochmal. Ich weiß nicht, es ist vielleicht meine schöne Filterbubble, in der ich lebe, dass das nie passieren kann, aber irgendwie glaube ich es nicht. Also ich kann es irgendwie nicht verstehen. Ja. Aber tatsächlich ist es anscheinend so. Also die EU-Kommission kann sich nicht irren. Das ist wie wenn du jetzt so sagen würdest, eine Studie hat ergeben, dass Menschen, die illegal Drogen konsumieren, eine viel bessere Beobachtungsgabe und Reaktion haben, weil sie immer aufpassen müssen, dass sie nicht erwischt werden. So, das ist so, weil sie sind immer, die können immer sehr, sehr schnell reagieren und die sind auch zu Fuß, sind die alle richtig gut. Das hat eine Studie ergeben, dass Drogensüchtige ziemlich schnell rennen können. Ja. Ladendiebe sind übrigens richtig flink. Deswegen hat sich jetzt auch der Deutsche Fußballbund stark gemacht, Ladendiebe zu scouten für ihre Fußballmannschaft. Vor allem die Überschrift Ladendiebe sind richtig, das Wort flink auch noch, finde ich gut. Ladendiebe sind richtig flink. Ja, EU-Kommission hat bewiesen, Ladendiebe sind richtig flink. Kann man sehen, wie man will, ist aber tatsächlich... Die Kleidungsbranche mit Mänteln, mit großen Taschen verzeichnet einen Aufschwung. Wenn du dir so Verbrechen schön redest. Das ist ja...
wie viel Kosten man sich sparen kann. Überwachungskameras könnt ihr weglassen, Alter. Ladendiebe, das ist gut. Ja, das ist fantastisch. Ja, ganz ernst. Ja. Setzt sie als Amazon-Boten ein. Das ist, so, das ist wie bei Mirror's Edge. Wie bei Mirror's Edge. Lass die Läufer, die Runner von Mirror's Edge. Hast du die Runner? Genau, da hast du die Runner. Oh Gott, lass die E-Bikes und die Fahrräder zu Hause, liebe Postboten. Runner, das sind die neuen Postboten, Alter. Das sind die Ladenliebe von morgen. Oder der etwas andere Ladenliebe von heute ist die Postboten von morgen. Das ist so fantastisch. Das ist super. Oh Mann. Amazon, wie auf der Flucht. Oh Gott. Wir liefern um unser Leben. Wir liefern unser Leben. Für ihr Paket riskieren wir alles. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Kopfschmerzen. Oh Gott. Wir holen uns zwei Atzen rein, die ein eigenes Format machen, Dash FM Multiplayer Edition. Und die reden nur über Multiplayer-Games. Ah, das wär großartig. Wir sind dann Chefs von... Wir haben so ein Tochterformat. Wir sind Chefs von denen. Das ist dein erster Gedanke, echt, dass es zwei Chefs gibt und wir sagen dann den anderen, wann kommt der Podcast? Setzt euch zusammen! Was soll das? Abgabetermin war aber Donnerstag. So, ja. Hast du schon... Was? Nur 5 Stunden sehe ich auf der Memory Card? Ich weiß es nicht, aber das ist ja der Grund, warum es halt Magazine gibt, die sich aufteilen. Der eine macht irgendwie Flugsimulatoren, der andere macht irgendwie... Man genau, merkt man nicht das letzte genau. Mal. Heutzutage. Erst gestern kam Chefredakteur rein und sagte, wer spielt denn heute den neuen Microsoft Flugsimulator? Ich. Nein, ich hab mich gemeldet. Ey, Michael Schnelle, du bist doch hier. Nee, man merkt, wann ich das letzte Mal ausgiebig Zeitschriften gelesen habe. Da hat einer macht Echtzeitstrategie, einer macht Flugsimulator. Eine Flugsimulator, der andere die geile LucasArts-Adventure. Eine spielt Ultima Online. Und der andere testet 3D-Beschleuniger. Ja, genau. So sieht das, so läuft das doch, oder? Und der andere, ja. Ja, und der andere schreibt gerade die Komplettlösung zum neuesten LucasArts Adventure, genau. Richtig. Und das war's, weil der Rest ist indiziert. So sieht das aus. So war das hier Journalismus in 90ern. Viel Spaß. Ist das so zu privat, wenn ich erzähle, dass ich vielleicht Aussicht auf ein Tinder-Date habe? Nächste Woche. Muss mal gucken. Und du. Ach so, das ist die Zwickmühle. Die Stimmen werden lauter in deinem Kopf. Sag, geh nicht hin. Gehst du hin? Geh dir hin? Geh nicht hin. Das Observer ist da draußen. Spielt der Observer? Ist wirklich, ganz im Ernst. Ich will jetzt nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt erstmal so, ich habe jemanden kennengelernt. Wir schreiben gerade so ein bisschen so. Vielleicht habe ich nächste Woche ein Date. Muss noch mal gucken. Der Witz ist halt, dass ich mir halt denke, eigentlich ist es egal, mindestens kommt eine coole Dash FM-Geschichte bei rum. Weil sie muss auf jeden Fall, sorry, sie wow. muss einfach, wow. sie muss, ey, sorry, wenn, Alter, es, man muss, mal, ey, ich hatte so Mädel, das war aber nur maximale Dash FM-Geschichte wert. Ey, kann man das nicht mal im Nachhinein erzählen oder so? Das ist ja immer eigentlich witziger. Also, die müssen doch dann alle durch meine Schrullitäten, müssen die doch da durch. Ja. Die müssen das so, klar. Wenn die jetzt so zum ersten Mal zu mir nach Hause kommen, so nach dem Motto, ach so, hier wohnst du, sieht ja ganz cool aus. Schönes Zimmer. What the fuck ist das? So, was ist das? Ja, das ist Steel Battalion Controller. Jetzt erstmal ins das ist der Steel Battalion Controller. Was ist das mit Pedale, ey? Ja. Sie stolpert so über Kabel.
Nee, so in der Richtung. Das wird auf jeden Fall, da gibt's immer schrullige Geschichten. Habe ich dir das nicht mal erzählt von diesem, dass ich diese Tussi gedatet habe, die so live, die so LARP gemacht hat, so Fantasy Live Action Rollenspiel. Und okay, in welche Richtung tendiert jetzt diese Geschichte? Das hat jetzt, du weißt doch, was LARP ist. Das hat ja, ich weiß, was LARP ist, aber was hat sie dann in deiner Wohnung LARP gespielt? Ey, die hat dann teilweise, als wir mal einkaufen waren oder sowas für Mittagessen oder so, hat die dann angefangen, irgendwelche Humpenlieder zu singen, wo sauft, füllt den Krug bis zum Rand. Und dann so, ey, come on, Alter, so, das ist so. Und dann wollte die, dass ich da halt, nee, das, was ich halt erzählen wollte, die Punchline ist halt im Prinzip, dass sie dann irgendwann zu mir gesagt hat, ey, du mit deinem YouTube, mit deinem Gaming-Kram, jetzt mal ganz im Ernst, wen interessiert das denn so nach dem Motto? Und dann hat mich gesagt, Alter, du machst LARP. Habe ich zu meinem gesagt, ey, Gamer sind schon in der Gesellschaft unten durch und selbst wir lachen euch noch aus. was erlaubst du dir jetzt? Ja, das war wirklich so meine Ansage. Ich so, sorry, Alter, du, ey, keine Ahnung, I don't know. Selbst wir also, lachen euch schon aus. Also, wir sind ja schon unten, der Bodensatz, Alter. Und das, wir lachen euch noch aus. Oh Gott, was hat ihr denn darauf gesagt, ey? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Oh, aber da war Mann. Das auch schon so, wo man so gedacht hat, okay, das passt wahrscheinlich für die Zukunft eher weniger. Und dann kriegst du die Rune nochmal ganz, ganz dick in die Mitte des Bildschirms so transparent reingesetzt. Und dann musst du dich im Prinzip nur einmal im Kreis drehen und eine Taste gedrückt halten, dann findet man es eigentlich immer. Also, nee, ich wüsste jetzt aber auch nicht. Es gab doch, das hat bei mir immer funktioniert. Also, ich muss sagen, übrigens, der Let's Player, der hat auch ein bisschen gesucht. So, auf jeden Fall. Weißt du, was mit Jim Sterling geguckt? For God's sake! What is wrong with that? Wollte jetzt gerade diesen Akzent nachmachen. Wir stellen gerade nur fest, dass es Teile innerhalb der Berichterstattung gibt, die mit unserer Begeisterung von Videospielen überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich glaube, das war unterm Strich die Message. Aber das wussten wir auch schon vorher. Deswegen kritisiere ich die doch jeden Tag. Ja. Ja gut, ich müsste jetzt eigentlich tatsächlich sagen, so... Ich find Resident Evil 7 nicht gut. Dann geh doch nach Hause! Dann hau doch einfach ab, Mann! Hör doch auf, den Stift weg jetzt! Ich glaube, das war ungefähr, so hätte man jetzt die letzte Dreiviertelstunde einfach zusammenfassen können. Ja. Die große Frage, die im Raum schwebt, ich sag's einfach mal, es ist ein dunkles Thema, aber wir müssen drüber reden. Charles Martinet, wir werden seinen Tod noch miterleben. Es ist halt einfach so. Aua. Wir sehen wir der Tatsache ins Auge. Und dann ist die Frage, wer spricht hier Super Mario? Das ist echt nicht nur Super Mario, wer spricht die gesamte Nintendo Palette da. Nintendo-Palette? Wer übernimmt das? Fünf Gehälter brechen weg. Ja, genau. Alter, Nintendo hat so viel Geld, dann können, ja. Ja, Quatsch, andersrum. Die müssen so viel bezahlen, weil die alle einzeln besprechen müssen. Das wird eine Herausforderung sein. Dann machst du so Auditions. Oh, Mario. Ja. Und machst du dann so, jetzt einmal Luigi? Nein, da war zu viel Mario im Luigi drin. Es muss mehr nach Luigi klingen. Ah, das wäre, ja, mit Jury und so. Ah, das wäre schon Reggie als Jurymitglied und so. Ach, so, und jetzt noch einmal ein Wuhu, Juhu. Steht dann so, kriegst du, hier ist Skript. Ich stehe da so drauf. So, Mario sagte, Wuhu! Take 1. Ja. You're number one. Number one. Sonst kriegst du so ein Skript. Und dann liest das jemand so, aber können wir das noch ändern? Das können wir dieses You durch ein Hu austauschen. Ja, ich möchte Mario mehr Charakter geben. Ich hab was umgeschrieben. Ich hab die Dialoge von Mario umgeschrieben. Alter Schwede. Komm,
Mickey Rourke und schreibt, das hast du wahrscheinlich nie mitbekommen, ne? Dass Mickey Rourke macht da jetzt irgendwie einen Film mit Til Schweiger zusammen. Ja, doch, dass er da die, dass er da die Dialoge. Schreibt da einfach die Dialoge um. Das so. Es kommt Mickey Rourke und schreibt die Dialoge von Super Mario ja. um. Ja, das haben jetzt ein Sechsjähriger geschrieben. Ja, ich will doch Yoshi noch mal mehr Profil geben. Oh Gott. Ich habe alles aus der Szene rausgeholt. Ich habe alles aus dem Skript rausgeholt. Oh Gott, Alter, Schwede. Oh Mann. Die besten Auditions, die es gibt. Also, wenn das mal passieren sollte. Gott. Ha, geil. Also erst nochmal, ich fand, dass das Level, die Struktur, ich rede jetzt nicht vom Design, wirklich die Struktur, wie diese Wege angeordnet sind, das ist eine heillose Katastrophe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe dann auch irgendwann nach einer Karte gegoogelt. Es gibt so eine richtig oberflächliche Karte, wo nur so ein bisschen die mit und alle kommentieren drunter, thank God, finally! Und wirklich so alle. Es ist furchtbar. Also es ist wirklich furchtbar. Vor allen Dingen, das Ding ist, du läufst ständig rum. Denkst dir, okay, da war ich schon. Du läufst einen anderen Weg. Da war ich schon. Halbe Stunde später, du spielst 2 Stunden. Okay, war ich schon. Du erkennst die Gebiete schon wieder. Aber sobald du dir sagst, okay, ich möchte jetzt dahin, du findest es nicht. Du findest es nicht. Ja, genau so ist es, Alter. Exakt so ist das. Du denkst dir, fuck, Alter, ich bin schon 5-mal hier gewesen. Ich bin hier hochgelaufen, jetzt hier rüber. Nein! Ja, wirklich, ohne Scheiß, so haben sich bestimmt die Leute aus Blair Witch Project gefühlt. Es ist derselbe Baum. Ich habe wirklich auf der Couch gesessen, als ich dann zum 100. Mal im Kreis, ich sitze auf der Couch. Nein! Du siehst doch draußen so die Vögel aus den Baumkronen so raus. So, wirklich genau so war es, Alter. Ich hatte mal so eine Situation, da war ich auch schon etwas älter, also auch schon aus dem Elternhaus raus. Ich war zu Besuch bei meinen Eltern und ist halt einfach so, mein Bruder hatte zu dem Zeitpunkt Uncharted 2 und mein erster Gedanke war, Alter, leih mir die PS3 aus. Ich will, wenn ich schon mal hier bin, ne, ich hatte keine PS3 zu Hause, so ordentlich so die Kohle. Ich will Uncharted 2 zocken. Besucht meine Eltern und wenn ich schon mal hier bin, können wir gleich an Schade spielen. Ja, so Alter, ungefähr das war das. So, das habe ich halt irgendwie gesagt, am Abend, wenn ihr alle rübergeht, zocke ich an Schade 2. Und meine Mutter fand das mega assi. So, und hat mir halt gesagt, ey, du bist süchtig. Und dann habe ich gesagt, nein, Alter, ich will das jetzt spielen, weil ich jetzt nicht die Gelegenheit habe. Die Kuh wäre vom Tisch? Baum? Was passiert hier gerade eigentlich? Ich musste irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sind wir immer lustig drauf. Ich weiß es jetzt ja auch nicht, ne? Ja. Also, aber irgendwie, ich habe mir das auch so angewöhnt, jetzt so Sprichwörter und Redewendungen einfach falsch zu sagen. Ach so, das ist quasi von mir abgefärbt. So. Das ist ja mein Markenzeichen, dass ich Dinge einfach falsch wiedergebe und die dann so etabliere, dass andere dann denken, das ist richtig. Das ist toll. Das wäre eine Gabe, die ich mir echt mal auf die Fahnen schreiben müsste. Ja. Dass ich das Sprichwort mit den Fahnen richtig ausgesprochen habe, ist eigentlich auch schon ein Wunder gerade. Ja. Oder sowas, wenn du zum Beispiel so einen Rehkitz begegnest, der dir helfen kann, um jetzt weiterzukommen, weil der Wasserfall blockiert ist oder so. Der ist zum Beispiel super, super ängstlich und rennt immer weg, aber du kannst ihn davon überzeugen, indem du halt so ganz langsam dich näherst und nicht die ganze Zeit nur noch. Was ist jetzt los? Ich bin mega müde, es tut mir leid, sorry. Es ist mir gerade echt unangenehm, ich bin gerade echt fast weggenickt. Ich sag dir, wie es ist. Wow, okay. Oh Gott. Wie kann ich jetzt ansetzen, damit es noch interessant ist? Wie oft habe ich bei diesen 23 der Schwärmfolgen habe ich jetzt geschlafen, so, wenn du was erzählt hast, aber keiner hat es mitbekommen. Wow. Jetzt, ach Quatsch, das war jetzt Spaß, aber es ist gerade echt. Ja, ich erzähle es jetzt quasi für euch. Das ist schon mein zweites Bier übrigens heute. Ah, okay. Du kannst halt dadurch, das ist halt wie dieses Soundboard von Stefan Raab, was jahrelang funktioniert hat bei TV Total. Ja. Ne, mit Maschendrahtzaun und was es da alles gab und wer bist du denn und fette Party. Und wir würden dann halt aber so Samples von Videospielen einspielen. Wenn du einfach so aus dem Kontext, egal worum es geht, drückst einen Knopf, auf einmal kommt Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Ich schieße. Was ist das denn?
Das ist das ein Original-Zitat? Ich schwöre es dir, das ist original die deutsche Synchro. Er sagt, Meryl ist nicht sich selbst. Das kenne ich ja gar nicht. Also ich glaube, ich erinnere mich dran, aber dass du das jetzt aus dem Stegreif einfach so abhörst, das ist schon... Ja, weil das halt lustig ist. Und du musst direkt lachen, obwohl wir es noch nicht mal eingespielt haben. Also, eigentlich wäre es eine geile Nummer. Das ist schon natürlich schlecht. Nicht schlecht, also das kenne ich jetzt gerade jetzt irgendwie nicht, aber das wäre schon nice gewesen so. Meryl ist nicht sich selbst. Naja, also wenn man das auch kennt, natürlich die Szene oder beziehungsweise Metal Gear und Meryl und so, ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen witziger. Ich glaube auch, ich weiß auch, welche Szene das ist tatsächlich. So, ich meine, bei Psycho Mantis, oder? Ja, wo sie so, ja, fick mich, Snake, bla. Sagt sie das so? Ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht. Bumps mir in den Arsch, Snake. Ey, der Tenor stimmt, Alter. Das ist ungefähr so, läuft das halt ab. Ach ja. Okay, das sind jetzt halt sehr, sehr viele neue News für mich, die ich noch alle gar nicht auf dem Schirm hatte. Auch das mit diesen 13 Teilen und auf dem Schiff und was weiß ich was alles. Das ist einem da nicht, Gott, das ist jetzt Jahrzehnte her, aber es muss einem doch eigentlich klar gewesen sein, dass das nicht funktionieren kann. Naja, er hatte wirklich so sein Erlebniswerk präsentiert und Sega sagte, das machen wir. Mit der Dreamcast, auch mit der Möglichkeit, mit dem Internetzugang, können wir die Spiele auch wirklich digital zur Verfügung stellen. Es war wirklich, Sega war seiner Zeit komplett voraus. Das heißt, jedes Mal, wenn er dann so von diesen 13 Spielen geredet hat und so im Rausch war, dass dann so Kollegen so miteinander, wer sagt's ihm, dass das nicht, und dann so, komm, lass ihn, der braucht das. Außerdem, er freut sich doch gerade so. So wirklich so nach dem Motto. Komm, lass ihn doch einfach bis morgen. So. Er Alter, freut sich doch. Er braucht derjenige, das derjenige, der es ihm sagen musste, dass Shenmue nie einen dritten Teil bekommt, wer war das dann? Welche Wette hat er verloren, dass er es ihm sagen musste? So. Oh, Mann. Oh Gott. Ey, keine Ahnung, aber. Das war auf jeden Fall kein schöner Tag. Es war kein schöner Tag im Leben. Gut. Naja. Also crazy shit. Zumindest Shenmue 4, wir können uns vielleicht freuen. Mal gucken überhaupt, wie Shenmue 3 ankommt. Übrigens, Spielzeit soll an die 30 Stunden sein. Hat er nochmal nur so verlauten lassen in diesem Interview. Und noch ein paar andere Sachen. Wird auch kein Virtua Fighter Kampfsystem mehr haben. Nur mal so nebenbei. Und auch noch da. Es sind doch aber nur 5. Komm, lass ihn. Lass ihn doch einfach. Er freut sich doch so. Er hat so lange drauf gewartet. Lass ihn doch einfach. Okay. Aber eine lustige Idee wäre es schon, du führst so ein Sternesystem ein, so ein 1 bis 5. 5 ist uneingeschränkte Kaufempfehlung. 4 ist eingeschränkte Kaufempfehlung. 3 ist so, Fans greifen zu, anderen spielen Probe. Und das letzte ist so, ja, müsst ihr selber wissen. Und dann ist, lass bleiben. Aber ich finde das geil, ein Spiel zu empfehlen. Also ich fand's geil, müsst ihr selber wissen. Es ist euer Leben. Es ist euer Life. Ich fand's geil. Also es gibt halt deine Wertung und eure Wertung. Ich fand's geil. Ihr müsst es selber wissen. Ich fand's geil, müsst ihr selber wissen. Macht mir später keinen Vorwurf. Ich hab euch erzählt, was du. Ich kann euch nur erzählen, was da drin ist. Ich hab delivered. Ich hab hier abgeliefert, so. Ich kann das Pferd nur zum Trog führen. Trinken muss allein. Genau, die Tür ist da. So, ich zeige euch den Weg. Durchschreiten müsst ihr selber. So. Müsst ihr selber wissen. Es ist eigentlich ein gutes Ding. Jo. So. Macht mich nicht für verantwortlich, so. Und jetzt kommt Splatoon 2 für die Switch. Du kannst nur in der Lobby miteinander quatschen. Das heißt, vor und nach dem Spiel, aber nicht während des Spiels. Was so dermaßen keinen Sinn macht, Alter. Du musst doch mit deinem Team kommunizieren können für ein Teamspiel. Also, das kann ich mir einfach nicht verstehen. Ich verstehe das nicht. Also, ich gehe einen Weg. Ich ebne mir einen Weg, begehe nur einen halben Weg. So, das ist so dumm. Vor allen Dingen, wie ist das denn? Da bist du in der Lobby. Ja, ich habe jetzt meinen Charakter ausgewählt. Okay, welches Team gehst du? Okay, ich bin Team Lila. Alles klar, wir hören uns dann. Und dann geht das Spiel los. Ja, so. Das aber was ich noch sagen wollte, so ganz wichtig, eine ganz wichtige Strategie. Ja, die Gegner, so die Gegner, Halos. Ey, die Gegner, Dude. Mit denen habe ich schon gespielt, da musst Dude. Du ganz dringend drauf achten. Das ist so, also, aber wie war denn nur der Takt?
Dann geht das Spiel los, alle gehen, laufen wie wilde, also wie kopflose Hühner einfach durch die Gegend. Es ist so, ich stell mir auch so das vor, dieser ganze Kabelsalat, du fährst mit dem ICE von Düsseldorf nach Frankfurt, so steigst in Frankfurt ein, fängst an, alles aufzubauen, bist schon in Frankfurt, so. Es ist so bekloppt. Also, ich weiß auch nicht. Nee, schlimmer, stell dir vor, der will mit mir FIFA spielen. Dann wäre ich wirklich in der Zwickmühle, weil dann hätte ich ihn ja zerstört. Ja, vor allen Dingen hättest du ihm direkt gesagt, ey, aber ganz im Ernst, ich bin besser als ihr. Das muss ich sag ihnen ganz ehrlich, ich bin besser als ihr. Ja, genau. Bevor sie überhaupt in den Ring steigen, müssen sie überlegen, ob sie überhaupt mit Mitarbeiter hier antreten wollen, weil wenn wir dann morgen uns wieder treffen, in der Kantine. Nee, das wird nicht, also, das wird nicht gut sagst sein. Also sagst deinem Chef so, ganz im Ernst, ich würde den Respekt, den ich vor ihnen habe, gern behalten. Lass uns mal lieber nicht gegeneinander FIFA spielen. Ich würde den Respekt gerne behalten. Das ist die niederschmetterndste Antwort, die du kriegen kannst. Ey, boah. So, nee, sorry, im Grundgesetz steht, die Menschenwürde ist unantastbar, da würde ich mich gerne dran halten. Ach, Scheiße. Naja. Ich kann es halt natürlich verstehen, wenn du halt natürlich eine Moderationsfunktion hast und auch andere Events eben betreust, also beispielsweise jetzt diese Wahlkampfveranstaltung, die es da noch gab oder sowas, ne, da wurden ja auch dann Leute aus der Branche dazu auserkoren, da mitzumischen und so weiter und so fort, ne, das ist, also ich verstehe das schon bis zu einem gewissen Grad, aber es ist halt, also ich hatte schon Bock auf diesen Partys, vielleicht ist das auch total eigentlich dumm oder so, aber ich hatte schon Bock auf die Games, über die Games zu reden und was ich so gezockt habe. Und da bin ich halt doch so ein bisschen oftmals so ins Leere gelaufen. So, nee, ich habe noch keine Zeit gehabt, ich bin hier nur am Arbeiten und so, bin nur auf Achse und so und jetzt kann ich hier ein bisschen chillen auf dieser Party. Das war echt ein bisschen komisch. Das ist halt wie im Police Department, wenn du so der neue Detective auch gerade frisch aus der Polizeischule, der noch alles für ernst nimmt und jeden Strafzettel ausstellt. Oh Gott. Also, die denken sich so, lass mal den Keul stecken, Junge. So, wir lassen. Ich spür schon lange nichts mehr. Ich spüre schon lange nichts mehr, so. Ja, vielleicht ist es ja aber auch so. Ja, aber auch die, auch im Indie-Bereich stehen ja die Originalentwickler, die Kontakte brauchen. Auch so stehen ja die Presseleute, die auch irgendwann gerne Feierabend hätten und so, die dann die Introductions machen in den Kinos, die Booth-Babes. Wann habt denn die Booth-Babes dann frei? Ja, wo sollen die denn dann tanzen? Müssen die ein Schichtsystem arbeiten? Ne? Nachtschicht für Boobs Babes. Boobs Babes. Wo sollen die denn dann tanzen? Ja. Sexismus mit der FM. Herzlich willkommen bei uns. Alien Colonial Marines, wie habe ich mich gefreut. Hab sogar ein Foto gemacht auf Twitter mit dem fucking nochmal mit dem Pressekit und also, wow, Leute, ich zack jetzt Alien Colonial Marines. So, es ist so enttäuschend. Seit Enter the Matrix habe ich mich nicht mehr so gefreut. So, das war, du bist so böse. Ah, es war. Ich kann verraten, fand das Spiel nicht so gut. Ach was? Hast du das denn gespielt mal oder hast du dich davor gedrückt? Das was sein will nicht. Ich hab das nie gespielt. Nee, ich kann's ja nicht, aber ich sag nur, dass ich so immer im Hinterkopf, während ich halt so Rap höre oder sowas, oder wenn ich halt irgendein Beat auf den Ohren habe, überlege ich so ein bisschen, ob mir was einfällt. Ich hab dir ja auch schon mal, also zwei Zeilen habe ich dir ja schon mal genannt. Ja, ja. So, die waren so semi-geil. Und okay, mit den Switch-Cartridges, der war schon ganz ordentlich. Die fand ich schon ziemlich gut. Die war Rainer Schauder, irgendwie sowas. Ich bin mir noch nicht so sicher, was den Anfang betrifft. Das ist jetzt gerade schon ein bisschen wack, aber es fällt ja nicht jeder Künstler vom Himmel. Rainer Schauder rappt krass, könnt ihr gerne weiter sagen. Was du machst, ist bitter wie Nintendo Switch Speicherkarten. Da muss man natürlich, also wir alle denken, hä? Die Speicherkarten von der Switch sind ja, haben extra diesen bitteren Legierung, damit Kinder daran nicht das in den Mund nehmen. Ja. Ne? Ey, pass auf, ich habe noch eine. Die finde ich eigentlich ganz gut. Die möchte ich jetzt mal, ich werde mal versuchen, jetzt hier zu performen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit man auch so Dilltilly-Atmosphäre hat. So. Wow. Dein Gamer-Skill ist so wack, dass du am Pad ständig ablust. Du bist so wack, du hast das Dean Takashi-Gameplay gesehen und gedacht, das wäre ein Walkthrough. Das
Das ist so sarkastisch. So, okay. Geht eigentlich, oder? Okay, okay, okay. Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Okay, dann sag mal. Grafik. Visualisierung. Ist das für dich wirklich ein Punkt der Begeisterung? Also wo du sagst so, wenn, boah. Wenn du ein Spiel siehst, was jetzt eine bessere Grafik hat als das Spiel, was du zuvor gespielt hast, dann denkst du doch auch. Ja, wow, aber es ist nicht geil. Für mich maßgeblich entscheidend, ob ich Videospiele spiele. Ach, das, nein, also das, der Fort, das, ich weiß, dass der allgemein. Das Auge spielt mit. Das Auge spielt mit. Das Auge ich, pass auf, spielt ich, mit, was ist das? Das Auge spielt. Ey, Alter, T-Shirt-Spruch. Alter. Das ist ein ja, guter T-Shirt-Spruch, Alter. Mit. Das Auge spielt mit. Ja. Und bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch eine kleine kurze Geschichte zu erzählen. Denn ich habe mir vor ungefähr 2 Wochen so ein total cooles Starkbier gekauft. Okay. Ja, jetzt kommt's. Und ich habe aber die ganze Zeit keine richtige Situation gehabt, um es zu trinken, weil es hat so ein ganz tolles Cover und ist ganz toll designt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ach nee, einfach so, abends kannst du es nicht trinken. Und dann dachte ich mir, jetzt ist doch die perfekte Situation, es kurz vorzustellen und es zu trinken. Und zwar, das Geile ist, erstmal ist es so ein tolles lila Cover drauf mit dem Tod drauf und das Bier heißt Dunkle Macht. Ich weiß, dir als ehemaliger Gothic geht wahrscheinlich gerade total, du freust dich gerade mega. Also, das Bier heißt Dunkle Macht. Es ist ein Kraft-Starkbier, Porter. Und das Schöne ist, da ist hinten sogar eine tolle Beschreibung drauf, die ich jetzt kurz atmosphärisch vorlesen werde, um uns beide so richtig schön einzustimmen. Schwarz wie die Nacht, rauchig wie das Feuer. Sinnlich und mit hochkomplexen Aromen. Es sind die dunklen Mächte der Versuchung, die seit Jahrhunderten ihren Reiz ausüben. Ihnen widmen wir dieses ungewöhnliche Porter, das einzigartig schmeckt durch den Einsatz von getorftem Malz. Rock zu Blauschimmelkäse und Schokoladendesserts. Sehr gut, super. Also ich muss gerade sagen, also die Dialoge in Destiny sind nicht anders, ne? Ja. Habe ich auch gedacht. Irgendwie, so. Das könnte man aber auch wirklich gut als Zockerbier vermarkten. Also auch die anderen sind wirklich sehr gut gestaltet. Von dieser Hopperbräu heißen die. Sehr schön. Wir haben da, glaube ich, vor 1-2 Folgen schon mal drüber gesprochen. Müssen wir jetzt sagen, es gibt aber auch Becks und es gibt ja auch Licher. Damit genau. Man merkt, dass wir jetzt nicht irgendwelche... Nicht, dass die Leute denken, du hast die Alicia angeschleppt, Macht, um Werbung zu machen. Ne? Genau. Uns mit der dunklen Macht eingelassen haben. Genau. Aber ich habe ja auch eins. Hast du auch so einen schönen atmosphärischen Text zum Vorlesen? Soll ich mal meinen Text vorlesen? Ja. Pale Ale, ursprünglich eine urenglische Erfindung im 17. Jahrhundert. Jetzt schon langweilig. Die Seeleute brachten es mit nach Hamburg. Prompt spezialisierte sich die Hamburger Brauerei Detjen und Schröder auf die Produktion meist englischer Biersorten. Und heute? Fragezeichen. Unmengen von Hopfensorten und ale-typische Malze führen zu einem waldhonigfarbenen, naturbelassenen Pale Ale mit einem wunderbar malzigen, an trockene Beeren und frische Zitrusfrüchte erinnernden Aroma. Himmlisch. Das war übrigens nicht abgesprochen. Möchte ich nur betonen. So, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, das ist immer gut, unter Verwendung bester Rohstoffe. Und er kommt auf die Idee, seiner neuen Secret Love mit einer Pralinenbox quasi zu überraschen. Und zwar gibt es in Korea den White Day. Und der White Day ist quasi wie der Valentinstag in Europa und in Amerika. So, und er kommt natürlich, warum er dann eines Nachts auf die Idee kommt, in die Schule zu schleichen, dort einzubrechen und ihr die Pralinenbox in ihr Klassenzimmer, wahrscheinlich unter ihr Schreibtisch oder so zu legen. Also, wie man das als Stalker so macht. Okay. Auf jeden Fall. Oh, fuck. Fuck. Ich bin aus dem Trott. Auf jeden Fall
Ganz ehrlich. Eben. Also bis mich so eine Framerate oder so ein Slowdown wirklich in den Wahnsinn treibt, da muss schon viel passieren. Ist mir tatsächlich noch nie passiert. Bin jetzt gespannt, wie es bei Sundered ist. In deinem Leben, oder? Also, dass mich jetzt ein Slowdown in den Wahnsinn getrieben hat. Ja. Hast du keine Gothic 3 Geschichte? Da denke ich immer als erstes. Ja, dran. Aber Gothic 3, das vergessen wir. Das ist aber vergessen. Hopf nur mal verloren, komm. Gothic 3. So Vietnam, ich komme in den Norden, ins eisige Wand. Da kommt ein NPC zu mir und sagt, hey, hier, wir gehen zusammen zu meiner Bande, die ist da hinten. Ich sag, alles klar, die Quest wird gestartet. Der Typ läuft los und rennt einfach in die Herde voller Wildschweine und stirbt. Und ich stehe da und denke mir, wow, Alter, das ist ja hier. Was für ein Land. Boah, hart. Was ist das hier? So. Nur Idioten ja, um mich rum. Wirklich. Hallo, das sind ja wirklich harte Kerle hier. So. Ja, keine Ahnung. Nee. Jetzt überrasche ich dich. Wieso stelle ich mir das vor? Wirklich so mit so einem klassischen nee. Zum Grinsen und er rennt so, yay! Auf ins Abenteuer, auf in die Schweine. Okay. Jetzt könnten wir theoretisch so coming up in the next episode. Jo. Featuring Tacoma. Aber pass auf, dann nur so Autosnippets reingeschnitten, so. Ich fand's geil. Müsst ihr selber wissen. Und fertig. Und ja. Previously und na egal. Nee. Es ist ja. Ich kenne das aber auch nur previously on bla bla bla. Das ist on the next episode. Also ich fand's ganz geil, ihr müsst es aber selber wissen. Featuring Hellblade. Ja, muss mal gucken. So, aber ich weiß, ob das was sein will? Nicht schlecht. Tacoma. Das ist ein Spiel. Also kann man erst mal sagen. Ist echt nicht schlecht. So, Das ist auch gut. Das ist Get wirklich, even. Ja, kann man machen, aber muss man gucken. Ne? Das ist so, es war jetzt ein leichter Daniel Schröckert noch mit drin, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber ich finde das geil. On the next episode, Dash FM reviews Hellblade. Echt, findest du? Wirklich? Ernsthaft jetzt? Tacoma. Also, wisst ihr selber, wie sag ich. Ist ganz gut. Ich fand's echt ganz geil. Ja. Neo DLC. Ja, für das, was sein will? Ja, kann man spielen, so. Find ich jetzt nicht so schlecht, ne? Also, echt? Du fandst es wirklich? Ernsthaft? Das hat er gesagt, echt? Ja, musst du gucken jetzt. Ja, vielleicht führen wir das mal ein, wenn die Leute absolut nicht mehr erwarten können, was in der nächsten Episode passiert. Das mit diesem Suchtgedanken und so weiter und so fort, ey, ganz im Ernst. Ja, aber es ist doch schon wichtig, auch darüber Leuten im Klaren zu sein, ne? Ja, aber es gibt doch da eine ganz einfache Regel, Alter, wenn du deinen Alltag gebacken kriegst, wenn du deinen Haushalt, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, wenn du deinen Haushalt regeln kannst, wenn du deine Kohle ranschaffst und wenn du es schaffst, rechtzeitig aufs Klo zu gehen, ist doch alles easy. Ja, Moment, aber da nimmst du jetzt eigentlich nur einen Teil der Bevölkerung so ins Boot. Es gibt ja viele, die ja schon irgendwie Anzeichen haben, diese Symptome aufzuzeigen von Suchtverhalten. Die jetzt mal ganz nicht, im Ernst. Ja. Einfache Frage. Sind wir zwei videospielsüchtig? Nein. Hauptsache, könnt ihr mal lachen, Alter. So, ja. Okay, nächstes Thema. Also beispielsweise, wenn du, nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen gebrochenen Fuß oder sowas. Und du würdest jetzt, du müsstest halt, dürftest sie nicht belasten, du hast im Prinzip, du hast keine Schmerzen so, du bist vielleicht, hast einen Gips oder einen Verband oder sowas, aber du kannst zumindest sitzen und bist halt irgendwie nicht von der Konzentration eingeschränkt und so weiter und so fort. Ne, das würdest du als gutes Kranksein bezeichnen. Ja, aber wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du schniest, wenn du merkst, du hast einen dicken Kopf, du kannst dich nicht konzentrieren, du kannst sonst nichts machen, du bist eingeschränkt von deinen Möglichkeiten.
Zumindest jetzt. Also andere Leute würden vielleicht sagen, ja, nee, ich bin Sportler und so. Es ist auch kacke, wenn man irgendwie ein gebrochenes Bein hat. Oder so. Für uns ist mega geil, ey. Wir haben das für uns ist mega gut. Für andere wäre es vielleicht mega schlecht. Oh nein, ich kann nicht aus dem Haus gehen. Oh Gott, ist das schlimm. Ja, in der Arbeit fallen alle in Mitleid und fragen sich, oh mein Gott, ey, der sitzt jetzt den ganzen Tag zu Hause und kann nichts machen und so. Handgranate, du siehst es doch. Mann, Alter. Ja, fuck, ey. Warum ist der verfickte Penner auf AFK? Das gibt's doch jetzt gar nicht. Am Telefon so Schnitt. Ah, Jete, wenn der ist so krank. Ich hoffe, es geht ihm gut. Schnitt, Pizzadienst. Einmal die große Jumbo mit ganz, ganz viel Pilzen und bla. Ja, so. Das ist so ohne Scheiß. Merkst du ja, komm, wir sammeln Geld, damit wir ihnen ein Geschenk machen. Ich möchte kurz eine Story erzählen. Hau rein. Pass auf. Ich war auf einem Seminar. Letzte Woche. Oder diese Woche halt eben. Und das Witzige war, dass in diesem Seminar ist es ja meistens so, also bei uns, dass die Leute sich nicht kennen. Ne? Also man kennt sich nicht gegenseitig. Und dann kommt immer der Seminarleiter auf die Idee, ein bisschen vorstellen, so Name, Funktion, wie ist man zur Firma gekommen und was weiß ich was. Und noch so ein Funfact hinterher oder beziehungsweise so Hobbys. Ne? Okay, erzähl mal weiter. Pass auf. Du hast auch eine Story wahrscheinlich, okay? Nein, pass auf. Und der Dritte fängt an, also es war völlig, ich weiß auch nicht, das war so etwas korpulenterer. Und der sagt, ja, ich bin der Benjamin, erzählt so ein bisschen, was wer ist und hier und da. Und am Ende kommt noch so, und ich bin Gamer. Und dann steht er auf und hält seine limitierte Fire Emblem 3DS-Konsole raus. Und den legt auf den Tisch. Und ich sitze da und denk mir, so wow. Und so eine Tröte, so was ist los? Ja, Also, es war völlig awkward. Who let the dogs out? Ich war der Einzige, der es gefeiert hat. Aber es war ein cooler Move. Der hat wirklich Cojones, weißt du? Der hat einfach gedacht, ich zeige, wer ich bin, so. Ein 3DS rauspacken, Fire Emblem Edition. Nein, nicht die normale, weißt du, es ist ja auch noch richtig die Fire Emblem Edition. Also schon nochmal was Besonderes. Ja, es ist echt, es hat schon was. Ja. Hätte ich nie gemacht, mache ich auch nie. Ich habe hin und wieder ich habe schon mal in einem Seminar erzählt, dass ich Videospiele teste. So, das habe ich mal tatsächlich mal erzählt. Kam aber irgendwie nicht so besonders an. Aber ist okay. Ja. Hättest du auch gern dann so dein 3DS so aufgestanden? Nee, ich auch und so. Dich habe ich doch gerade hier bei Street Pass. Du warst das Street Pass von einer halben Stunde. Genau, ich wollte gerade sagen, es wäre doch die beste Szene, wenn dann einer schreit, ach, du bist doch der Benny G bei Street Pass. So. Das wäre cool gewesen. So. Aber Benny G. Benny G. Das ist sehr intuitiv. Jeder kann mit jedem spielen. Man muss nicht miteinander kommunizieren. Dann würde ich das charismatischer finden, als zu sagen, okay, wir basteln den jetzt irgendwie mit Mac, also MacGyver hat das irgendwie. MacGyver-Move des Voice-Chat. Ja, genau. Ja, das, ja. Aus einer Büroklammer, einem Gartenschlauch. Alufolie. Und im alten Account von Napster hat er quasi den Voice-Chat. So ein paar Becher. So ein paar Becher mit einer Schnur. Ja, genau. Da hat er quasi den Voice-Chat erfunden. Und Nintendo hat sich gedacht, daraus basteln wir unseren Voice-Chat. So. So ein paar Becher mit Schnur. Ja. So wie bei so 90er Jahre. Das ist doch der perfekte lokale Multiplayer. So, ich weiß auch nicht. Ja, aber das ist doch wirklich so. Das, ganz im Ernst, wenn ich sagen würde, ja, haben Sie mal einen Fastpass für, habe ich ja auch gefragt bei Sony, haben Sie einen Fastpass für PlayStation VR? Nee, wir haben schon gar nichts mehr. Wenn ich das gesagt hätte, sorry, ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei Ihnen hinter die Theke komme, ich finde keine Fastpässe unter Ihrem Tisch. Wollen Sie mir das jetzt erzählen? Ernsthaft jetzt? Wenn du dann so, also die haben 100 pro Fastpässe unten drunter. Deswegen, wir haben folgende Idee. So Coyote und Roadrunner-mäßig, so Pläne ausgehackt, wie man so an Termine kommt. Erste Idee, Anzüge tragen. Stimmt. Anzüge tragen und einfach wichtig tun und dann nicht in dieser, jetzt, das ist nämlich unser größtes Problem, wir sind viel zu freundlich, wir sind immer so in dieser untergebenen Form, wir sagen immer, hätten Sie bitte, ich wollte mal,
man ja. kann das ja unterschiedlich in Stufen. Ich wollte mal kurz fragen. Ich will sie nicht stören. Ich möchte sie nicht an ihrer viel wichtigeren Arbeit stören, aber vielleicht könnten sie mir eines Blickes erwürdigen und mich vielleicht nochmal zuhören, wenn ich sie frage, ob sie eventuell einen Platz frei hätten. Muss nicht unbedingt auf dem Sitzplatz sein, ich kann auch irgendwie in der Ecke stehen. Das ist so ganz, ganz unterwürfig eigentlich. Ja, ganz, ganz im Ernst. Am besten, und das ist halt dann Nummer zwei, also dass man erst nochmal sagt, auf dicke Hose machen mit Anzug, dann noch die Variante, direkt den Ton ändern, von unterwürfig zu Befehlston. Ich brauche einen Fastpass. Eben, keine Frage, sondern direkt eine Aufforderung. Das ist, und das ist noch höflich, weil eigentlich könnte ich auch sagen, geben Sie mir einen Fastpass. ohne Bitte, ohne Höflichkeitsform. Also die Höflichkeitsform ist, ich bräuchte einen Fastpass. Dass man so sagt, okay, Sie können mir jetzt hier an der Stelle noch helfen. Dass man nicht die untergebene Nummer jetzt so abschiebt. Aber man könnte auch sagen, geben Sie mir einen Fastpass für VR. Dann fragt sie, und wofür? Oder sagst du, gefolgt, haben Sie mich gerade gefragt, wofür? Pass auf, gefolgt von so einem Fingerstippen. Geben Sie mir einen Fastpass. Ich habe jetzt eigentlich keine Zeit. Ich muss weiter. So. Idee Nummer drei, das kam, glaube ich, von euch. Namen erfinden. Der Christian hat gesagt, ihr hättet noch Fastpässe über. Es gibt kein Christian. Die denken, es wäre jemand Wichtiges. Sie kennen ihn selber nicht, weil sie beschissen gebrieft worden sind. So. Das soll angeblich funktionieren. Wir haben Leute, die uns das erzählt haben, dass sie das tatsächlich machen. Wir müssen es mal schauen. Vielleicht brauchen wir das ja in der Zukunft ja gar nicht. Vielleicht nächstes Jahr ist es eine ganz andere Nummer. Aber falls das Ganze alles nicht funktioniert, wir werden eines dieser drei Sachen mal anwenden und euch mal berichten, wie es angekommen ist. Ja. Die Anzugnummer, die mache ich. Die Anzugnummer. Ich fände das ganz witzig. Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen eingrooven. So, müssen wir mal eingrooven. Oder du verbindest alles drei, gehst hin, schnippen und sagst, ich will den Christian sehen. So. Das ist existiert ja nicht, aber oder so einen englischen Namen. Jean-Claude. Jean-Claude. Genau, der britischste Name auf diesem ganzen Planeten, so der am häufigsten verwendet wird, Jean-Claude. Also, wie gesagt, also dachte ich mir teilweise so, Alter, halt die Fresse. Also spätestens, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt zu sehr spoilere, du hast später Plattformen, die Farbe der Ägiden haben und du kannst nur auf der Plattform stehen bleiben, wenn du die Ägide hast. Das heißt, du musst immer im Sprung die Ägide wechseln, dann teilweise mit Doppelsprung, dann teilweise mit Schweben und dachte mir so, Alter, ernsthaft, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Dann kommt wieder so dieser Modus, so, wo du so bist. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Alter. Das soll ich jetzt auch noch mal. Wir sollen das schaffen, Mann. Ernst, das, come on, ey. Also, du bist der beste Standardsatz des Gamers. Wir sollen das schaffen. Und danach wir sollen das schaffen, es. Ey. Ach, ja klar. Das ja, war doch klar. Ja klar, jetzt auch. Ja, ey. Ach, komm, ey. Wir sollen das schaffen, ey. Sag mal ganz ehrlich. Scheiße. Wo ist der nur? Ich hab Yetevin verloren. Wo kann er nur sein? Yetevin! Hier drüben! Beeil dich, hier sind wir sicher! Alter, das war knapp. Okay, die Tür hält erstmal, aber wir können hier nicht ewig bleiben. Ich fürchte, du hast recht. Scheiß gefallen, Alter. Ganz ehrlich, hätte ich das damals gewusst, ey. Ich hatte doch damals schon gesagt, wir hätten wählen gehen sollen. Ja, ich weiß es doch. Ja. Und jetzt? Wie viel Munition hast du noch? 5 im Scharfschützengewehr und eine volle Scout Rifle. Kannst du dein Licht nutzen? Nee, ich glaube, dazu reicht's noch nicht. Das ist gefallenem Gebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Wir müssen weiter, schnell. Alles klar. Bist du bereit? Bereit. Ich öffne die Tür. In 3, 2, 1. Pass auf, ich und Kumpel, mein bester Kumpel Peter Grusel, der kam schon mal. Das ist auch schon mittlerweile so ein Running Gag, ne? Das basiert auf MySpace-Profilen. Das war im Freundeskreis, haben wir alle MySpace gehabt. Das ist ein Indikator dafür, wie lange das her ist. Da gab es halt Peter Grusel, Rainer Schauder, Georg von Schreck und Klaus Schlotterer. Das war darauf basiert der Nickname. Der Klaus so. Schlotterer. Klaus Schlotterer ist auch wirklich gut. Klaus Schlotterer, der hatte eine, ey, leider gibt es die MySpace-Seite nicht mehr. Das ist der absolute Hammer gewesen.
Der hat sich mal einen Tag Urlaub genommen. Der arbeitet auch im Medienbereich. So, der hat sich da einen Tag Urlaub genommen. Und der hatte halt dann irgendwie so einen fiktiven Charakter erschaffen, der halt so eine Pferdeschlachterei hat. Und dann hat er so Bilder gemacht, so im Anzug mit so einer Weste und hatte so blutverschmierte Gummihandschuhe, einem Fohlen Leben schenken, der beste Tag meines Lebens. Dann irgendwie so, der hatte dann so Bilder auf MySpace, auch der hat sich dann so Konservendosen besorgt und hat dann von seinem Gestüt Angst, so hieß es, hat er sich dann halt so Labels gebastelt. Und hat dann so mit einem Maschinengewehr und einer Gasmaske hatte dann halt so Bilder. Leider gibt es das nicht mehr, aber das war Klaus Schlotterer. Das war der absolute Wahnsinn. Was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen. Ja. Nee, genau. Wir feiern jetzt quasi die 30. Episode Dash FM. Das gibt uns jetzt einen Anlass, mal eine Woche uns frei zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass ihr nächste Woche auf trockenen Tüchern wie sagt man, schlafen müsst? Nein, das ist Quatsch. Ich weiß nicht, ich kenne mich doch nicht aus. Ja, wie ist denn der Spruch jetzt eigentlich? Das Geile ist, normalerweise nimmst du so Sprichwörter und machst sie, die schon Sinn machen und sprichst sie halt einfach nur falsch aus. Aber wenn das etwas in trockenen Tüchern ist, das hat in dem Kontext überhaupt keinen Sinn. Ja, ach so, stimmt. Ja, stimmt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja was ganz anderes. Das ist wie wenn du gesagt hättest, also, aber nur weil wir jetzt sagen, wir machen jetzt kurz Pause, dann müsst ihr nicht gleich Gold im Mund haben. Hey, ich muss mal, bitte, es muss ein Langscheid. Da müsst ihr nicht gleich auf trockenen Tüchern sitzen. Das ist ein typischer Yeti-Witz. Ich brauche mal ein Wörterbuch mit Redewendungen, das geht auch nicht. Schatz, wir müssen los. Ja, du siehst so, ich sitze in trockenen Tüchern. Ist alles irgendwas, ja, wieso stimmt hier nicht? Ich glaube, irgendwas hast du da, ich bin mir nicht ganz sicher. Nun gut. Ja. Nicht mal so gewitzt und so fortschrittlich mit Zencaster, was ja jetzt alle Podcaster heutzutage benutzen müssen. Nee, ganz traditionell mit Skype. Reicht. Ja gut, aber gut, der Grund, warum wir mit Zencaster nichts anfangen können, der liegt ja auf der Hand, weil da gehen pro Monat nur 4 Stunden und das. LOL! 4 Stunden im Monat! 4 Stunden! Da lach ich doch! Ja. Lass mal kurz einen Schluck trinken. 4 Stunden im Monat. Alter Schwede. Das ist immer faszinierend. Ey, sag mal, meine WhatsApp-Nachrichten, meine Sprachnachrichten sind 4 Stunden im Monat. Ich kann nicht mal Podcast, Alter. 4 Stunden im Monat. Was denn da los, was Alter? Was willst du denn da erzählen? Hast du gar keine Zeit. Was willst du denn da erzählen? Du hast im Prinzip jetzt die Position unserer Zuhörer eingenommen und kannst halt im Prinzip so aus der, so ein bisschen, also zumindest für diese Folge so aus der Distanz halt auch mal bewerten, wie das so für dich jetzt war. Absolut geil. ein Genuss, eine Symphonie der Podcast. Also es war wirklich, es war wirklich schön.